Moin, moin, Freunde. Hier ist der Bambam und hier sind wir beim nächsten BAM der Woche. Eingesendet von Call Me Oleg. Call Me Oleg. Im Zug mit Kromna. Vom Clan GR-W. IS-7 und im anderen Panzer, der andere Panzer, in dem Kronna fährt, das ist ein Objekt 260. So, jetzt gucken wir mal Hauptbedingungen. Schwere Panzer 7, ich kümmere mich drum. Nehmen Sie den gegnerischen Basis teil oder Eroberungspunkte zurücksetzen, verursachen 3000 Schaden, zerstören Sie 3 Fahrzeuge und gewinnen Sie. Okay. Auf der Karte Live Oak sind wir hier Top Tier. In einem 10er, 9er Match 5 Tier 10 Panzer gegen 5 Tier 10 Panzer und der Rest sind 9er Tanks. Machen wir schon mal die Karte größer. Bam Bam Style. Ihr kennt das Lied, ne? Ja, Bam Bam Style. So, erstmal noch kurz zum Fahrzeug selber. IS-7 Tier 10 Heavy Tank der Russen. Gucken wir uns das Ding mal an. 2 Gunmarks hat er hier drauf. Und dann diese Markierung hier noch von den gewerteten Matches, glaube ich, ist das, ne? Also ich glaube, der Junge weiß, wie man diesen Panzer fährt. Ich erzähle euch noch ganz kurz was über das Fahrzeug. 130 mm Kanone mit 250 Durchschlag mit normaler Munition. Stimmt das? Jawohl. Und 303 mit APCR-Munition. Wobei 303 für ein Tier 10 Heavy Tank beim Durchschlag meiner Meinung nach ein bisschen schwach ist. Ne? Immer wieder fällt mir das auf, dass der IS-7, nicht die IS-7, sondern der IS-7, nur 303 Durchschlag mit APCA hat. Das ist ein bisschen schwach, oder? Da gibt es andere Panzer, die viel, viel mehr Durchschlag haben auf der Tierstufe. Okay, 490er Kellen teilt er auf jeden Fall so im Schnitt aus, wenn er denn trifft. Und das finde ich ist nicht verkehrt. Ne? Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man durchkommt und es kracht man mit 500 beim Gegner. Ja, Turmpanzerung frontal 240 mm, an der Seite 185 mm. Also der Turm ist das Schmuckstück dieses Dings. Und hinnen ist es ja egal, weil wenn dich einer von hinnen erwischt, hast du meistens sowieso mal schön Dünnpfiff. Ne, also mal schön in die Hose geschissen. Die Wanne frontal, je nachdem, okay, erstmal 150 mm, je nachdem, wie man es dann aber anwinkelt, erhöht sich die Panzerung der Wanne natürlich. Versucht ihm einfach hier unten in die Unterwanne reinzuhämmern, da habt ihr in der Regel Glück. Seitlich auch 150 und hinten 100 mm, wobei man jetzt seitlich auch noch über die Schottpanzerung reden muss, denn alles, was ihr dem IS-7 mit Heat oder HE in die Seite hämmert, da könnt ihr mal davon ausgehen, dass 3/4 davon nicht durchgehen werden. Die bleiben alle in der seitlichen Schottpanzerung hängen und das ist auch so ein bisschen das Pro dieses Fahrzeugs. Die seitlichen Panzerungen sind einfach genial. Da bleibt so viel dran hängen. Jagd E100 mit Heat in die Seite geht nicht durch, ne? Hatten wir zuletzt in einem der Videos, hat man da gesehen. Also ist dann nochmal eine 1000er Kelle, die der IS-7 einfach mal so wegschluckt, ne? Ja, macht er, dann sitzen die da drin, dann sagen die nur, ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. 1200 PS hat die Kiste. 1200 PS, die bringen das Fahrzeug, und das ist das Geile an dem Panzer, auf gute 60 km/h vorwärts. Und das ist das Prunkstück dieses Fahrzeugs. Es gibt, ich glaube, es ist einer der leistungsstärksten oder mobilsten 10er Heavys im Spiel. Und das ist natürlich geil. Der Reload hingegen ist Stock, liegt dabei 17 Sekunden und ist so ziemlich einer der langsamsten Reloads, die 10er Heavies haben hier in dem Spiel. Wenn ihr den pusht mit allem, mit Ansetzer, mit einer Top-Besatzung und so weiter, kommt ihr so um die 11 Sekunden. Das ist immer noch, ja, da gibt es immer noch schnellere, ne? Also Reload ist jetzt nicht gerade das Beste und von daher ist auch die DPM dieses Fahrzeugs eher gering. Es ist einer der 10er Heavys, die geringste DPM haben. Ja, die geringste DPM. Aber, wie gesagt, Top Speed und die seitliche Schottpanzerung machen aus diesem Fahrzeug natürlich einen bestialischen Gegner. Je nachdem, wenn man ihn gut spielen kann. Und das, Freunde, das gucken wir uns jetzt mal an hier. Mit Call Me Oleg gehen wir in den BAM der Woche rein.
Da bin ich mal gespannt. Wir gehen in seine Sicht drin. Was haben wir denn überhaupt hier? Hallo Schüller. Ja, die zwei fahren mit ihren schnellen Russen Heavies. I know, lol, schreibt er. Das habe ich nicht gelesen, was vorher da stand. Und ihr seht, hier geht es direkt mit Vollgas auf die Medline. Kronner fährt hier vorne herum. Fährt er auch vorne rum oder fährt er unter der Brücke durch? Ne, er fährt auch vorne rum. Zur Stadt fährt das Objekt 257, das halb 4 schwer fährt in die Stadt. Zwei Heavys stehen noch AFK an der Base. Auch nicht schlecht. Und, ja, gucken wir doch mal, was da an Gegnern kommt. Wir schalten hier mal durch. Oh, da ist aber schon einiges hier hinten los. E50M. Da kommen die ganzen Mates. Die Gegner haben auch einen IS-7. Die haben einen... Oh, die haben einen FV. Die haben ein Objekt 2684. Wow, 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 wow. Das steht auch schon da vorne, das Objekt. Kommt er da oben in den Turm rein? Komm, 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 komm. Bleib stehen, Objekt. Jawohl. Prädizie. Prädizie. Da gibt es mal direkt eine Prädizie für das Objekt. Was haben wir hier? E50M. Oh, Low Roll. Ein Low Roll. Die ist Prädizie. Und er versucht hier möglichst nur seinen Turm zu zeigen und den von vorne. Das ist das, was am besten gepanzert ist an der Kiste. Und da sollen sie sich dann die Zähne dran ausbeißen. Ne? Prädizie. Es steht 0-1. Schön. Prädizie Protège 2. Oh! Habt ihr das gesehen? Objekt abgewehrt und E50M abgewehrt. Haben wir mal gerade 1400 Damage abgewehrt. Ja, Objekt zieht sich schon langsam zurück hier, ne? Ist auch besser, mein Jung. Jetzt kommt nämlich hier der Prädizie. Oh! Und ihr habt es gesehen, wieder seitliche Panzerung. Der T-54 ist mal schön hier mit APCR, mit Gold, abgeprallt. Aber er ist natürlich auch abgeprallt, leider. Und wieder abgeprallt. Prädizie! 1800 gemacht, 2200 abgewehrt. Es steht 1-3. Prädizie Prädizie. Das war mal ein High Roll. Hä? 500 und wie viel hat er dem gedrückt? 565. Und jetzt sind wir noch raus. Nee, er nicht. So. Objekt zieht sich weiter zurück. Wir sind jetzt bei 2,4 im Damage, bei 2,2 im abgewehrten Schaden. Wo will er denn hin? Also ich weiß ja nicht, wer der Prädizie da ist, aber er ist ein bekannter Hund. Er ist auf jeden Fall ein bekannter Hund. Und der Turm vom E50. Ja, yes, Prädizie. Oh, da ist einer hinter dir. Junge, da ist einer hinter dir. 3300 Schaden jetzt auf der Uhr. Ja, Prädizie heißt wahrscheinlich durchschlagen oder Treffer oder irgendwie sowas, ne? Jetzt geht der E50 aber raus. Yo! Oh ne, da fährt Batita, ist auch noch da. E75 hinnen. Sag mal, wie ist denn der da hinkommen? Aber da sind eigentlich genug Panzer. Wahrscheinlich hat jetzt sein Kumpel mit dem Objekt 260 gesagt, komm, ich fahr da hin. Geh, fahr du nach vorne. Ja? Und weil wenn er jetzt nämlich rückwärts fährt und das Objekt da vorne schnallt hat und kann ihn dann von hinten penetrieren, das wäre nicht so gut. 4000 Schaden auf der Uhr, ein Kill. 2600 Damage abgewehrt. Jo, jetzt ist er raus, der E75. Das macht auch Sinn. Jetzt steht 5-5. Er geht hier nochmal auf. Das Geile ist, das habe ich gerade gesehen, gibt gar keine Arti. Ah, da ist die Base aber jetzt auch schon... Unterwanne. Unterwanne? Ja, komm da durch. Und der Prädizier hat jetzt wieder einen schönen Treffer gelandet. Jetzt steht 5-6. Wir haben 4500 Schaden gemacht. Also die Mission hat er schon fast erfüllt vom Schaden her. Er müsste aber noch 2 Kills machen und cappen. Dann hat er die Mission. Und sie rücken gemeinsam vor. Er fährt jetzt Richtung Mitte, um da vielleicht... oh ja, die Stadt ist gefallen und da kommt schon einiges jetzt an. Ne? Da muss einer was tun. Schön!
Der T49 war wichtig, der musste raus. Jetzt haben wir hier den T54, der sich ziemlich sicher hier in einem Häuschen versteckt. Breditzje und Tschüssikowski, würde ich mal fast sagen. 5.500 Schaden, wir haben immer noch 2 Kills. Fehlt noch ein bisschen. Oh, da kommt der EFV. Da kommt der EFV. Turm, 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 Turm. Zeig ihm nur den Turm. Och, wo schießt der hin? Das ist ja schön. FV. 6.000 Schaden hat er jetzt. Aber jetzt kann er den FV aber rausholen. Komm. Der hat doch nichts. Der hat doch keine Turmpanzerung. Nix. Ja. Sebrajena. Ey, leck mich am Arsch. 6.300 gemacht. 4.400 abgewehrt. Das war der dritte Kill. 4.800 abgewehrt. Also sie liegen immer noch hinnen. Der Kronner macht da hinten in der gegnerischen Base ein bisschen was, ja. 5.300 abgewehrt, 6.200 gemacht. Und es steht 18, sie liegen immer noch hinnen. Also wenn die Runde hier verlieren. Oh, 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 jetzt das Objekt. Ja, der Kronner hat's gemacht. Sehr schön. 9 zu 10. Kann man hier. Breditzje ist wieder da, Freunde. Breditzje. Oh, lumlo. Ja, das macht doch Sinn. Vierter Kill, 7.200 Schaden. Da steht irgendeiner in der Base von ihrem Team. Oh, leck mich am Arsch. 7.700 Schaden. Der lädt sich hier allein mit den 2 Heavys. Ey, die könnten den noch pushen, die 2. Lecco mio. 8.100 Schaden jetzt. Wo steht denn der da? Kann er den nicht? Nee. Hohohoho, 1.700 Schaden. Gott, oh Gott, oh Gott, Objekt. Ja, komm noch da hoch. Ah. Da ist mal abgeprallt. So, WZ, mach mal was da ohne. Die kappen wir, die Scheiße. Jawohl! Die 2 Bubbis sind auch raus hier. Fünfter Kill, wir sind bei 9.100 Schaden. Lecco mio! Oh, 9.600 Schaden. Oh, da kommt er noch einmal durch, der WZ. Guck dich das mal einer an. Zack! Kriegt er noch die Kriegermedaille? Komm schon! Ja! Sebrajena! Wo ist jetzt Breditzje hin? Die haben noch ein IS-7 in der Base. Da muss einer die cappen. Please, gib mir 10.000 Schaden. Ich habe 9.700. Oh, ne. Schießen die auf den IS-7. Komm, 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 komm. Oh. Ja. Ne? Seitliche Schottpanzerung. Ich habe es am Anfang vom Spiel gesagt. Ah, vielleicht kriegt er noch einen Schuss raus. Also Molo. Ja, da kriegt er noch mal raus. Und am Ende, Freunde, haben wir hier ein Ergebnis. Gucken euch das mal an. 9.900 Damage gemacht. 7 Kills. Jetzt haben sie hier noch den WZ-111 in den Zug geladen und kommen somit auf zusammen 12 Kills im Zug. Er hat, wie gesagt, 9.900 Schaden gemacht, 5.700 Schaden abgewehrt, 1.900 Schaden ermöglicht und hat noch 4 Schuss im Magazin. Im Magazin. Überhaupt dabei, hinten im Immunlager noch drin. Unglaublich. Also, das war doch mal ein Bam der Woche. Den nenne ich einfach nur Breditzje. Gehen wir mal in die Auswertung. Und hier ist sie, die Auswertung. Und jetzt gucken wir euch das doch mal an, Freunde. Wir haben hier einen Panzerass gesehen. Wir haben Handgottes, Spotter, Schläger, Duellant, Fire for Effect. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Shellproof ist kugelsicher. Dann Crucial Contribution, also der entscheidende Beitrag, dadurch, dass sie den WZ noch in die Gruppe geladen haben. Die Stahlwand, Großkaliber, Krieger und
Ja, fast hätte er doch noch die Radley Walters mitgeholt. Nicht auszudenken, wenn er die auch noch crittet. Unglaublich. 9.900 Schaden mit dem IS-7 gemacht. 5.750 Schaden abgewehrt und 1.980 Schaden ermöglicht. Und seine Mission, glaube ich, die hat er auch geschafft, weil er hat doch den IS-7 aus dem Cap rausgeschossen am Ende. Ne? Das müsste eigentlich gereicht danach für die Mission. IS-7 ohne Worte. Unglaublich, ja, würde ich auch sagen. Ohne Worte. 26 Schuss abgehen, 26 Treffer auch. 23 Granaten haben die gegnerische Panzerung durchschlagen. Bringen uns diese Werte dann am Ende. Ja, mit Premium gespielt. 151.000 verdient, jawohl. Und am Ende macht er hier 37.000 Minus, weil ne, APCR geballert. Und das kostet dann noch ein bisschen was. Aber... wie gesagt, wenn am Ende dann, nachdem man APCR geballert hat, ein solches Ründchen dabei rauskommt, dann kann man auch mal APCR ballern. Ne? Okay. Ansonsten, Tagessieg war schon drin. 4038 Erfahrungspunkte hat er gemacht. Und noch einmal, ne? Wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, mit APCR kann ich das auch, ey, dann mach's und schick mir die Runde. Ja, wenn er mit APCR mit den 37.000, immer wenn er IS-7 fährt, sich das leisten kann, ja, dann soll er das machen. Das ist ja nicht Verbot. Ja. Das ist meine Meinung. Jeder, der sich das leisten kann, ich fahre ja 8. Panzer 1C, APCR only. Ja. Und ich will euch gar nicht erzählen, was hier für Beträge stehen, wenn ich da mal so Runde fast alles verballert habe. Ne. Also, gut, dann gucken wir uns das mal an hier. 1583 Grunderfahrung. Gucken wir mal so, ne? Zack, da sind sie dann, die drei, ne? Der Ritter S hat 1114 und der Kroner 895. Vom Schaden her, du liebes Lieschen. Ne? Hier, der FV, wo der Endzüchte und da der WZ, die wo da rankommen. Unglaublich. Aber von den Erfahrungspunkten her, ach, saugeiles Ründchen. Lecco mio! Ja, da gucken wir mal. Wen haben wir dann kannt? Haben wir jemanden kannt? Oder war jemand dabei, der Mitarbeiter des Monats werden möchte? Das sieht nicht so aus, würde ich mal sagen. Stuntman. Wenn da jetzt ein M hin wäre, Stuntmom, dann wäre es geil. Frankie the Tanky. Oh ja, gut. Clan-Klopper. Der Clan-Klopper. Das ist natürlich auch geil. Okay, yo, Freunde. Also, das war der Bam der Woche im IS-7. Vielen Dank, Karl Miolek, für die geile Runde. Lasst ihm einen Daumen da und ich würde mich freuen, wenn ihr euch noch ein paar Abos mitnehmt. Sind noch jede Menge da. Auf dem Weg zu 2000. Und ja, das war der Bam der Woche. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bam Bam. Bis dahin. Tschüssi. Kowski.